Jetzt im Sommer wird es wieder ernst im Eckhof-Theater auf Schloss Friedenstein. Wie jedes Jahr ist dort während der Vorstellung wieder pure Muskelkraft gefragt beim Bewegen der Bühnentechnik. Denn die stammt noch aus dem 17. Jahrhundert, also nichts mit Elektromotoren. Darum werden für die Theateraufführungen beim Eckhof-Festival ganz viele Hände gebraucht als Kulissenschieber. Die neuen Helfer hat der Bühnenmeister gestern Abend eingearbeitet. Für den Job am hinteren Bild muss man Kraft haben und gleichzeitig schnell sein. Denn die Leinwand muss rasch nach oben verschwinden. Beim Austauschen der Kulissen sind die Bühnenarbeiter dagegen nicht so sehr unter Zeitdruck. Die Neuen lernen von den Alten, was sie zu tun haben. Mich hat ein Kumpel draufgebracht gehabt. Ich hatte nach einem einfachen Ferienjob gesucht als Student. Die Arbeit wirkt eher kompliziert. Unter der Bühne müssen zum Beispiel die Kulissenwagen mit den Wellbäumen verbunden werden. Besonders viel Platz haben die Bühnenarbeiter auch nicht. Hubert Hering macht eigentlich eine Druckerlehre und ist zum ersten Mal dabei. Und mit alter Technik zu arbeiten, mal zu sehen, wie das ist, wie die alte Bühnentechnik funktioniert. Und das ist auch sehr interessant für mich. Bei der ersten Probe hat es noch nicht so gut geklappt. Nach dem Klingeln des Bühnenmeisters sollten sich eigentlich alle Teile der historischen Schnellverwandlungsmaschine gleichzeitig bewegen und das Bühnenbild verändern. Das Besondere am Eckhof-Theater ist, dass diese Verwandlungen passieren, während die Schauspieler auf der Bühne stehen. Die Arbeiter wie Mike Göpel stehen direkt daneben und ziehen an den Seilen, damit sich die Soffitten bewegen. Ich bin eigentlich Liedermacher und habe ein Kinderprogramm und muss immer vorne stehen und das ist mal ganz schön, von der anderen Seite zuzuschauen. Auf der anderen Seite der Bühne steht Ruth Wettig zum 7. Mal an den Seilen. Die meisten kennen sich schon Jahre und da haben wir auch unseren Spaß. Und dann immer neue Stücke, ist interessant. Dieses Jahr spielt das Sonnentor-Theaterfestival den Sommernachtstraum von Shakespeare. Am Freitag ist Premiere. Die 12 Bühnenarbeiter werden die Schnellverwandlungsmaschine an 11 Abenden bewegen. Die Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Ja.